Tuni hier, live aus dem Polska Shop, direkt neben seinem Kinderzimmer. Und ja, der Diss war einfach wirklich scheiße. Digga, der war wirklich scheiße. Ich habe mir echt dreimal überlegt, ob ich überhaupt irgendetwas mache. Ja, Realität hast du ja gestern wieder gesehen, du alter Internetgangster und Großmaul. Und ja, pass auf, simple Sache, weil du hast es ja über Julian hochladen lassen, über sein Julians Blog Battle Ding da. Und das ist jetzt hier eine kleine Ankündigung an meine Fans, an alle Fans da draußen, an JBB User. Leute, glaubt ihr nicht wirklich, dass das, was der da gebracht hat, mich auch nur eine Sekunde lang irgendwie gefickt hat? Simple Sache. Ich mache einen geilen Track fertig. Der wird dich todesbeerdigen, Junge. Glaub es mir, der wird dich so beerdigen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Alter. Du Lutschpumpe, Lutschpastille und Schlaftablette. Dieser Track, was war das überhaupt? Was war das? Aber pass auf. Ich drehe ein High-Class-Video. Top-Video. Ich bin ja insolvent, ich habe ja kein Geld. Ich bin ja, soll ich euch sagen? Es läuft ja nicht. Und pass auf. Ich drehe ein High-Class-Video zu dem Track, den ich jetzt fertig machen werde. Und du, lieber Julian, wenn du Manns genug bist, ne? Egal, ob ich dich hasse oder nicht, Alter, scheiß drauf. Aber wenn du Manns genug bist, dann schenke ich dir dieses Video. Ja, ich mach das, ich geb da locker 1000 Euro, 2000 Euro, von mir aus mehr aus. Mir völlig egal, whatever. Ich mach das Ding fertig und das wird absoluter Real Talk, Zerfickung, absolut krasseste Scheiße sein, so dass jeder von euch wissen wird, dass dieser Typ, der mich da gedisst hat, weder rap-technisch auch nur annähernd in irgendeiner Liga mit mir spielt, noch im Real Life überhaupt in irgendeiner Liga spielt. Überhaupt existiert. Ja, existierst du überhaupt nicht, Junge. Ja, das mache ich fertig. Und ich biete dir an, lieber Julian. Ja, und aufgepasst, ihr alle da draußen. Fans, Hater, JBB, User. Ich biete dir an, dir das Ding zuzuschicken. Und du lädst es bei dir. Als kleines Präsent von mir, ne? Du wirst ja sogar noch Geld an mir verdienen. Als Präsent lädst es bei dir einfach als Runde hoch, als JBB-Runde. Dann können die Leute ja frei entscheiden, wer doch den krasseren Diss-Track gemacht hat, wer doch der vielleicht stabilere ist, wer der heftigere ist von allen, okay? Das biete ich dir an. Jeder von euch da draußen, der Rap-Fan ist, jeder von euch, der einfach auch keinen Bock hat, sich diese Kindergequatsche da immer anzuhören und diese dumme Gerede von Leuten, von irgendwelchen Unwahrheiten, Halbwahrheiten, was weiß ich. Checkt das aus, liked dieses Video, schickt es jedem raus, jedem, ich schwör's euch, jedem raus und sorgt dafür, dass eure Ohren geputzt sind und eure Augen wach. Denn wenn dieses Video kommen wird, dann wird richtig gefickt, glaubt mir, richtig. Denn Tuni ist jemand, der sich manche Sachen nicht bieten lässt, okay? Also, ich warte auf deine Antwort und du, Seppo, wirst dir gewünscht haben, dass nur Kollege dich vor 10 Jahren gedisst hat und du es einfach sein lassen hast, okay? Einfach sein gelassen hättest, okay? Also Leute, ich warte hier auf Likes, Antworten und so weiter. Wenn irgendwas ist, schickt mir eine Privatnachricht, wir können über alles quatschen. Und ganz ehrlich, das war so übelst langweilig, ohne Spaß, Leute, echt. Ich habe wirklich gedacht, dass es krass ist, aber... Okay, DJ Speckface, bis später, ciao.